Jedes Jahr am 4. Advent zieht es Tausende nach Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Bergmanns-, Knappen- und Hüttenvereine halten dann ihre traditionelle Bergparade ab. Hunderte Uniformträger und Bergmusiker aus Sachsen und der ganzen Bundesrepublik sind beteiligt. Seit 4 Jahren ist dieser Termin auch für den Helbrauer Schmidtschachtverein ein Muss. Doch Corona-bedingt wurde die Veranstaltung, die für den 20. Dezember geplant war, diesmal abgesagt. Spontan trafen sich einige Vereinsmitglieder am Schmidtschacht, um den Freunden im Erzgebirge einen digitalen Gruß zu senden. Die Freundschaft gibt es jetzt seit 4 Jahren. Und zwar haben wir angefangen mit der Wismut. Paradetruppe Kontakt aufzunehmen. Das hat sich auch sehr gut entwickelt mit Andreas Rössel von der Wismut und machen mit den Kollegen von der Wismut auch verschiedene Paraden und sehen uns dann auch regelmäßig zu Stammtischen. Ja, die besuchen uns auch. Wir organisieren immer kleine Exkursionen hier oben bei uns. Im Harz waren wir schon ein paar Mal und auch hier auf Schmidtschacht haben wir schon mal so ein bisschen das Auge spielen lassen und ein-, zweimal im Jahr kommen sie hoch zu uns und wir fahren auch regelmäßig runter. Ne? Ja, und diese Freundschaft, die wollen wir natürlich auch so in einer Zeit, wo das Virus, den Namen möchte ich schon nicht mehr erwähnen, rumgrasiert bei uns, natürlich die Freundschaft möchten wir nicht abreißen lassen. Und dann machen wir das im kleinen Stil, so 4 Nummern kleiner, so als Überbrückung. Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet, hat's angezündet. Das gibt ein Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, wo die Bergleute sein. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht. Aus Felsgestein, aus Felsgestein, aus Felsgestein graben sie das Gold und dem schwarzbraunen Mägde. Und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, dem sein sie hold, dem sein sie hold. Und kehr ich ein zu dem Mägdelein, dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ja, Glück auf, meine lieben Freunde aus dem Erzgebirge, hier aus unserem wunderschönen Mansfelderland. Wir wären zwar lieber heute zu euch gekommen, beziehungsweise am 4. Advent zur traditionellen Bergparade und hätten uns von euch persönlich verabschiedet für das laufende Jahr und hätten euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch gewünscht. Aber ihr wisst ja, warum das dieses Jahr nicht geht. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr alles wieder normale Wege geht. Und bis dahin bleibt alles schön gesund. Wir sind im Gedanken auf jeden Fall bei euch und nicht nur über die Feiertage, sondern bis nächstes Jahr. Wir lassen auch wieder unsere Schwibbögen an und verabschieden uns. Bis auf ein nächstes Wiedersehen im kommenden Jahr. Bleibt gesund, Glück auf, bis dahin. Eure Mansfelder Bergarbeiter, eure Berg- und Hüttenleute und alle, die sich im Mansfelder Land für das Erzgebirge und für unsere wunderschöne Bergbautradition interessieren. Bis dahin, Glück auf.